Sei gegrüßt. Noch ein kleiner Hinweis. Aufgrund meiner letzten Tutorials habe ich ja angefangen, hier so eine Art Struktur für Wohnbau zu gestalten. Jetzt gibt es in ArchiCAD 19 eine Funktion, wo es möglich ist, zum Beispiel alles zu markieren, dann eine Bearbeitung durchzuführen. Und hier sieht man schon, zurück, wenn ich das hier mache, geht das alles mit. Das heißt, Dinge, die genau in einer Kontur sitzen, werden dann in einem Bearbeitungsschritt mitgenommen. Das habe ich jetzt aber nicht für die Kellerwand machen können und nicht für die Erdgeschossdecke, weil, weil, wenn man das jetzt im Schnitt anschaut, Grundeinstellung, gehen wir zurück, Grundeinstellung, Schnitt, Schnitt, weil hier die Decke ganz außen sitzt, die Wand sitzt ganz außen, die Decke sitzt ganz außen, die Wand sitzt ganz außen, das geht alles mit, die auch. Aber die hier setzt weiter innen an, genauso wie diese Wand weiter innen ansetzt. Das heißt, diese Decke und diese Wand wird dann bei der Funktion nicht mitgenommen. Während die Bodenplatte habe ich in der Voreinstellung noch genau an der Außenkante gesetzt gehabt. Das ist wieder mitgelaufen. Das heißt, wenn man so etwas so springen lassen will, habe ich dann das Problem, die Sachen, die ich nicht mitgenommen habe mit der Außenkante, die muss ich dann im 3D, wenn ich sowas bearbeite, wie ich es gerade zuerst gezeigt habe, extra nachführen.